Auf die Art und Weise lernst du liebevoll, verständnisvoll und motivierend mit dir selbst zu sprechen. Hello, hello und herzlich willkommen bei Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Nachdem wir letzte Woche in das Thema, beziehungsweise vor zwei Wochen in das Thema Kraftorte eingetaucht sind, möchte ich dir heute gerne ein paar kraftvolle Affirmationen schenken. Die Art und Weise, wie ich mit mir spreche, daran merke ich ganz, ganz oft, dass ich das sehr, sehr stark auf mich, meine Energie und meinen Alltag und die Menschen um mich herum auch auswirkt. Affirmationen sind wie so eine Art Selbstbestätigung. Affirmationen können positiv und negativ sein. Das ist die Art und Weise, wie du immer wieder mit dir sprichst. Und meistens sprechen wir eher negativ mit uns. Ich möchte eigentlich stolz darauf sein und auf der anderen Seite habe ich das wirklich verdient. Die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sprechen und die Häufigkeit, wie wir in dieser Art und Weise mit uns sprechen, dass wir diese Gedanken immer wieder bestätigen, immer wiederholen, diese Glaubenssätze, bildet genau diese negativen Affirmationen in uns aus. Und irgendwann, wenn wir das immer wiederholen, immer auf die gleiche Art und Weise mit uns sprechen, zeigt sich das auch in unserer äußeren Realität. Heißt, wie du in dir mit dir sprichst, bestimmt deine äußere Realität. Worte haben da eine sehr, 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 sehr große Wirkung. Worte können genau in diesem Zusammenhang super viel reparieren, super viel heilen und auch super viel kaputt machen. Und deswegen sind Worte, die du mit dir sprichst, die du mit anderen austauschst, extrem machtvoll und nicht zu unterschätzen. Worte, die du mit anderen Menschen wechselst, in Gesprächen. Worte, die du nur mit dir sprichst, in Gedanken oder in einem Podcast, wenn du jetzt in den Spiegel schaust. Worte haben Macht über dich selbst und über alle Menschen um dich herum. Deswegen achte auf deine Worte, achte auf die Art und Weise, wie du sprichst, mit dir und mit anderen Menschen. Und da können Affirmationen eine sehr, 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 sehr gute Stütze sein, an denen du dich orientieren kannst. Und da zeigt sich das auch wieder. Du hast das bei mir vielleicht auf der Website oder hier im Podcast auch, ist ja der Leitsatz auch irgendwie Happy Inside ist Straff Outside. Es geht immer von innen nach außen. Und die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, bestimmt die Art und Weise, wie du mit anderen sprichst. Wie und worauf du dich innerlich ausrichtest, auch mit deinen Worten, bestimmt, was sich äußerlich zeigt und manifestiert. Wenn du dich innerlich auf diese Fülle, auf diese Liebe, auf dieses Vertrauen, auf die Energie ausrichtest, wird sich das auch im Außen zeigen. Richtest du dich auf Mangel und Bestrafung und Schmerzen und dieses Niedermachen auf all das Schlechte irgendwie aus, bestätigst dir das immer wieder und kritisierst dich, machst dich dafür fertig mit deinen eigenen Worten in Gedanken. Richtest du dich darauf aus und ziehst das dementsprechend auch im Außen an und sprichst auch auf die Art und Weise mit anderen Personen. Ob das förderlich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die Antwort kannst du dir selber darauf geben. Deswegen beginnt einfach alles mit der Art und Weise, wie du mit dir sprichst, mit dir selbst sprichst. Und das ist nicht so, ich möchte dir überhaupt gar nichts vormachen. Das ist eine Illusion, wenn du so denkst, ja, okay, dann sage ich mal so ein paar Affirmationen und hau mir mal so ein paar Post-its hier irgendwie in den Spiegel. Ja, sag mir das dann mal irgendwie so ein bisschen und dann ist das doch alles cool, oder? Funktioniert das? Hä? Sind das nicht Affirmationen? Funktioniert das nicht so? Nee, wird's nicht. Kann ich dir direkt den Spoiler ziehen? Das wird nicht auf die Art und Weise funktionieren. Weil jetzt kommt's. Bei Affirmation ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach, dass du das selber glaubst.
dass du von dem überzeugt bist und das wirklich glauben kannst, was du da gerade sagst zu dir. Und deswegen sind Affirmationen total individuell. Die Sätze, die ich jetzt hier gleich mit dir zusammen durchgehen werde, das ist nicht so, dass die für jede und jeden von euch genau in der gleichen Art und Weise gelten. Und Sätze, die für mich funktionieren, funktionieren für dich vielleicht nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Thema des Satzes einmal rausstellen und dann gucken, okay, resoniert das mit mir? Ist das ein Satz, den ich auch auf mich bezogen glauben kann? Oder muss ich den irgendwie so ein bisschen umformulieren mit einem ähnlichen Thema, dass ich den persönlich glauben kann? Wenn ich den Satz selber zu mir sage im Spiegel, dass ich dann wirklich sage, okay, das fühle ich, so das glaube ich wirklich. Und wenn das der Fall ist, dann haben Affirmationen eine sehr, sehr krasse Power und eine große Macht, die du mit deinen Worten dann entfesseln kannst. Vielleicht noch als kleine Einladung für dich. Ich lese die vor, lass da eine kurze Pause und dann wiederholst du diese Affirmation mit Blick in den Spiegel, in deine Augen und sagst dir diese Worte einmal laut zu dir selbst. Ich weiß, das ist irgendwie erstmal ein bisschen komisch. Das hört sich auch irgendwie erstmal ein bisschen merkwürdig an, weil es irgendwie ungewohnt ist, mit sich selbst laut zu sprechen. Auf die Art und Weise lernst du liebevoll, verständnisvoll und motivierend mit dir selbst zu sprechen. Denn dann, das ist etwas, was wir irgendwie sehr, sehr stark verlernt haben. Korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst. Bisher läuft die Kommunikation ja eigentlich so eher kritisch, selbstkritisch und irgendwie demotivierend ab. In Gedanken und eher still. Jetzt möchte ich dir einfach mal den Impuls mitgeben, das umzudenken, da mal die Perspektive zu wechseln und laut mit dir zu sprechen, auf eine positive Art und Weise, auf eine mutmachende Art und Weise. Und da kann der Blick in den Spiegel sehr hilfreich sein. Also entweder machst du das gerne einfach direkt vor dem Spiegel mit, probierst das einfach mal aus, wie sich das so für dich anfühlt, oder du hörst dir die Sätze erstmal im Stillen an, schaust, wie das so für dich passt, passt dir nach vielleicht auch ein bisschen an deine Persönlichkeit an und probierst das dann mal vorm Spiegel aus. Wenn du das machen möchtest, möchte ich dich darum bitten, dass du darauf achtest, dass du erstmal irgendwie alleine bist, dass du nicht direkt in einem Café bist oder in einer Bib bist oder in irgendeinem Raum, wo super viele Leute um dich rum sind oder irgendeinem öffentlichen Badezimmer, wo du in den Spiegel schaust und jederzeit irgendwer reinkommen kann, sondern dass du erstmal entspannt für dich bist, das für dich ausprobierst, reinspürst, wie sich das so anfühlt, weil das ist auf jeden Fall erstmal ungewohnt. Aber es ist nicht aber und es ist unfassbar schön. Es ist unfassbar Energie bringt für dich. Lass mich gerne mal wissen, wie du mit Affirmationen arbeitest, wie das für dich funktioniert, wie du Affirmationen vielleicht sogar bei dir schon im Alltag integriert hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude und wir legen los mit der ersten Affirmation.